Die Vorbereitungen zu diesem Video haben mich jetzt bestimmt schon ein paar graue Haare gekostet. Ich hoffe, dass es jetzt mal funktioniert, was ich zeigen möchte. Und zwar, wie aktiviere ich in meinem Google-Account die Zwei-Faktor-Authentifizierung mittels TOTP oder besser bekannt als Google Authenticator? Das müsste man ja meinen, das ist ein Tool von Google, das wird ja ziemlich unkompliziert gehen. Nein, so ist es leider nicht. Als erstes bin ich mal in meinem Google-Account, klicke hier oben auf meinen Namen und dann auf Google Konto. Dann komme ich hier in diese Einstellungsübersicht und kann hier links auf Sicherheit klicken. Hier gibt es dann den Punkt Bestätigung in zwei Schritten. Und da wird es jetzt spannend, wenn ich da drauf klicke. Ich sage erstmal ja, ich möchte das jetzt starten. Und jetzt werde ich nochmal nach meinem Passwort gefragt. Und jetzt kommt genau das, was ich nicht haben wollte. Ich wollte eigentlich ja den Google Authenticator haben. Und Google bietet mir jetzt erstmal nur an, ein Smartphone einzurichten mit einer Telefonnummer. Also er kann über eine Telefonnummer einen Sprachanruf schicken, was auch immer. Also das geht auch mit einer gefakten SIM-Card-Nummer zum Beispiel. Ja, was geht noch? Ich kann einen Sicherheitsschlüssel, sowas wie einen YubiKey verwenden oder eine Aufforderung von Google auf dem Smartphone. Wir müssen jetzt eine dieser drei Methoden erstmal einrichten, damit der Google Authenticator am Ende dann funktioniert. Ja, man kann das entweder mit einer Telefonnummer machen, die kann man am Ende dann wieder aus dem Account rauslöschen, man muss es wirklich hier nur einmal nutzen. Oder ja, diese Aufforderung von Google wäre noch eine Option. Ich habe das Android SDK runtergeladen, da hat man dann so eine Art ja, Google-Emulator. Ich habe mir erst wieder das Nexus 5 emulieren lassen und da sage ich jetzt einfach mal Add Account. Gehe hier auf Google und füge mir jetzt im Grunde genau diesen Account hinzu. So, den Account habe ich jetzt erfolgreich zu meinem Android, ja, simulierten Telefon zumindest hinzugefügt. Und jetzt gehe ich mal hier unten auf andere Optionen auswählen und sage hier Aufforderung von Google. Und jetzt passiert das, was ich auch in der Vorbereitung hier immer hatte. Man kann hier erstmal das Gerät nicht sehen. Da kann man auch so oft neu laden, wie man möchte. Der einzige Weg ist einfach nochmal hier zurückzugehen und nochmal diese Bestätigung in zwei Schritten von vorne zu starten. Hier wähle ich nochmal die andere Option, nochmal Aufforderung von Google und hoffe, dass es jetzt in der Liste ist. Ja, das ist es jetzt noch nicht. Das dauert scheinbar ein bisschen, bis sich das synchronisiert. Scheinbar darf man da nicht zu schnell sein. Ich bin jetzt hier nochmal in meiner Kontoübersicht bei Sicherheit. Sehe ich jetzt hier unter meine Geräte ein Gerät mit dem Namen Android. Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert, wenn ich es aktiviere. Jetzt sehe ich hier auch mein Telefon perfekt und dann sage ich jetzt ausprobieren. Ich blende auch mal das Gerät hier ein an der Seite. Hier bestätige ich dann ja, dass ich von einem anderen Computer aus mich einloggen will. Das hat er jetzt bestätigt. Ich kann jetzt hier eine Ersatzoption hinzufügen, aber ich sage hier unten andere Sicherheitsoptionen nehmen. Und bekomme dann solche Backup-Codes generiert. Die sollte man sich jetzt runterladen, ausdrucken, auf jeden Fall sicher verwahren. Die braucht man nämlich, wenn die andere Methode nicht mehr funktioniert. Zugriff darauf sollte natürlich niemand haben. Ich gehe jetzt hier auf Weiter und ja, aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und jetzt sind wir eigentlich da, wo wir sein wollten. Jetzt kann ich hier diese Authenticator-App nämlich einrichten. Ich sage hier einfach mal Android, bekomme hier einen QR-Code und was mache ich mit dem? Naja, ich gehe mal zurück in mein Fake Android hier und dieser QR-Code, der beinhaltet ein Geheimnis und das ist dann in der Lage, alle ja, 30 Sekunden einen neuen One-Time-Token zu generieren. Da gibt es verschiedene Apps für, zum Beispiel den Google Authenticator. Es gibt aber auch hier die App EndOTP. Die mag ich ein bisschen lieber, weil ich möchte mich ja so ein bisschen von diesem ganzen Google-Universum loslösen. Die mache ich mal auf. Die Liste ist jetzt hier noch leer. Rechts unten gehe ich aufs Plus. Und jetzt könnte ich natürlich, wenn ich ein Handy hätte und eine echte Kamera, würde ich mir hier den QR-Code abscannen. Das kann ich ja aber nicht. Deshalb gehe ich hier auf Enter Details. Das Label wäre jetzt hier Google zum Beispiel. Und bei Secret, ja, was trage ich da ein? Da klicke ich mal hier, Sie können ihn nicht scannen. Dann bekomme ich hier dieses Secret sozusagen. Und das kann ich mir jetzt hier mal rauskopieren. Und klicke hier auf Save.
Jetzt bekomme ich hier einen Code generiert. Ich sage hier jetzt links nochmal weiter und jetzt werde ich aufgefordert, den Code einzugeben. Den kann ich jetzt hier einfach rauskopieren und eingeben. So, was ist jetzt ganz wichtig? Diesen Code muss man natürlich absichern. Jetzt hat er sich aufgehängt wieder mal hier, der Emulator. Aber in dieser End-OTP-App gibt es verschiedene Backup-Mechanismen, die man nutzen kann. Das sollte man auf jeden Fall tun. Wenn man an diesen Code nicht mehr rankommt, wird man vielleicht nicht mehr auf seinen Google-Account zugreifen können, höchstens noch mit den Backup-Codes. So, diese Aufforderung von Google will ich ja gar nicht mehr haben. Ne? Da macht es dann zum Beispiel Sinn, das einfach mal zu deaktivieren. Ich deaktiviere das jetzt einfach. Und ich habe ja gesagt, wir müssen das Smartphone auch nur temporär hinzufügen. Das kann ich jetzt also hier auch wieder rauslöschen. Damit ist dann die Authenticator App der Standard. Das sieht man hier. Und jetzt würde ich einfach mich mal einloggen, wie es dann quasi im echten Leben aussehen würde. Ich gehe auf google.com, gehe hier auf Anmelden. Das kennen wir ja schon hier. Hier werde ich jetzt einfach nach Benutzername und Passwort gefragt. Und jetzt muss ein zusätzlicher Code eingegeben werden. Dazu gehe ich jetzt wieder auf meinen Emulator und warte mal, bis der gestartet hat. Der hat jetzt gestartet. Ich führe EndOTP aus. Ich hatte das bei der Einrichtung mit einer PIN gesichert. Die gebe ich jetzt ein. Und jetzt kann ich mir einfach hier kopieren drücken und gebe den Code hier ein. Den Haken nehme ich mal raus. Weiter. Und jetzt will er mir eine weitere Option noch anbieten und das sage ich einfach überspringen. Jetzt hatte ich ja auch schon gesagt, man kann das Konto jetzt hier einfach wieder rausnehmen. Dazu gehe ich hier in die Einstellungen und User und Accounts heißt das hier im Englischen, also auf jeden Fall in die Konteneinstellungen. Und hier habe ich jetzt diesen Nutzer drin. Kann ich einfach auf den Account klicken und sage hier Remove Account. Bestätigt das nochmal. So, damit habe ich jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet, ohne dass ich dafür ein tatsächliches Gerät gebraucht habe oder eine Nummer. Natürlich könnt ihr diese Prozedur auch mit einem ganz normalen Android-Handy machen, den Account dann wieder rauslöschen, falls ihr die nicht an ein Handy koppeln wollt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen.